Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und diesmal das versprochene Video zum Autoradio, also den Hardware-Check, und ja, den Hardware-Check zum Subwoofer, dass ich euch das mal zeigen kann. Das muss ich euch mal kurz drehen. Ja, da ist er. Das ist der Subwoofer von Kenwood, den ich im Unboxing und im Hardware-Video euch vorgestellt hatte schon mal. Oh, ich wackel. Ja, den habe ich halt zweimal gekauft. Einmal für mich und ein zweites Mal für meinen Bruder. Ah, so. Und dann, ach so, nicht nur der Subwoofer und Radio, nein, auch die DB Plus Antenne werde ich euch zeigen, vorführen und sagen, ob man es braucht oder nicht. Ich sag schon, nee. Da ist mein Display. So. Und ja, spiegelt ein bisschen, tut mir leid. Kann ich nicht anders machen. So. Und zwar hier den normalen Media Player habe ich euch ja schon mal gezeigt gehabt. Ich habe jetzt zusätzlich WinApp, nee, PowerApp, PowerAmp. So, den machen wir mal an. Habe nämlich schon vorbereitet, dass ich auch Lieder vorspielen kann. Habe ich mich abgesichert. Da werdet ihr da gleich unten da ein Logo sehen von Störtepriester. Und in der Videobeschreibung sind auch Links zu Störtepriester. Das werden wir uns gleich mal ein bisschen anhören, damit ich euch den Sound von der Anlage mal so ein bisschen vormachen kann. Und wie ihr seht, ich habe jetzt hier zum Beispiel schön so mit einem Totenkopf und der Balken ist hier so gelblich. Und da so Feuer. Und hier machen wir Play. So. Mache ich nochmal so. Und dann mache ich das mal lauter. Also ich find's gut. Warum ich das jetzt mal so laut gemacht habe, werde ich euch auch gleich zeigen. Also jetzt hat es mal funktioniert. Ich habe ab und zu das Problem, wenn ich den normalen Media Player vorher anhatte und dann PowerAmp benutze, dass der Sound von den Boxen eigentlich okay ist, aber der Subwoofer nicht angesteuert wird. Und ich auch nicht vernünftig hin und her stellen kann zwischen Rock und Pop und was es da alle gibt, dann ist der Sound halt etwas blechernd. Dann mache ich das Radio komplett aus, mach nochmal an und dann ist das auch behoben. Also falls ihr diesen Fehler auch haben solltet. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Video, weil ich habe ja nur mein Init-Mikrofon hier dran, so gut rüberkommt. Aber der Sound ist wirklich geil. Der ist richtig, richtig geil. Ich habe jetzt auch hinten die Boxen eingebaut, hatte ich ja auch ein Video gemacht. Und der Subwoofer, der, also ich bin positiv überrascht von dem. Obwohl das nur so ein kleines, fitzeliges Ding ist im Prinzip. Der ist hinter meinem Sitz. Der schmeißt einen schönen Bass. Richtig schönen Bass. Ich habe, wartet mal. Ich habe, muss ich mal hier rüber steuern. Ja, Entschuldigung für die Unterbrechung. Ich bin aus Versehen auf den Knopf gekommen. Hier sind halt die beiden USB-Anschlüsse vom Autoradio und das Mikrofon. Und hier ist die Steuereinheit vom Subwoofer. Das ist auch blau beleuchtet. Seht ihr vielleicht so ein bisschen. Ja. Ich habe jetzt, wo habe ich denn das jetzt? Hier oben habe ich es da stehen. Seht ihr das? Bisschen überhalb und unten habe ich es auf mittig. Reicht dicke aus. Reicht richtig dicke aus. Ach, mein Headset ist hier auch noch drin. So. Also ich bin sehr, sehr positiv überrascht von dem Kenwood-Teil. Den Link werde ich euch auch in die Videobeschreibung machen. Richtig klasse, richtig klasse. Der macht einen schönen, satten Bass, einen schönen, unterstützenden Bass zur Musik, weil meine Musik ist alles sehr basslastig. Und selbst der Sitz vibriert noch
der steht nicht, der ist nicht mal, kommt nicht mal an den Sitz ran, weil er ein Stück weiter vorne ist. Ihr könnt natürlich runter machen, wenn ich, müsste ich den Sitz nur höher machen, aber ich habe den Sitz lieber gerne ganz unten. Aber wenn jetzt, wenn ich jetzt den Sitz hinter mir brauchen sollte, mache ich meinen Sitz einfach zwei Pumpbewegungen nach oben und dann passt der auch ganz bequem unter den Sitz runter. Und der Sound ist schön unterstützend, schön basslastig. Ich kann mir den auch verstärken. Also ich bin damit echt wunschlos glücklich. Also ich hätte jetzt, ich wollte ja nur einen kleinen Subwoofer, der den Sound unterstützt und nicht so brachial von hinten dröhnt. Aber der ist wirklich klasse. Der, also wenn ich den volle Pulle mache, dann gibt der aber auch Schmackes. Also für so ein kleines Teil, also holla der Waldfee, muss ich nur sagen. Also echt genial. So, jetzt werde ich euch nochmal zeigen, wenn ich den, oh, jetzt ist es mal nicht ausgegangen, weil ich bin eben beim Umdrehen, bin ich nämlich auf den Knopf gekommen. So, hier mal ein paar Mal zurück. So, dann nehme ich jetzt, mache ich mal wieder die normalen Media Player. So, das ist auch Störtepriester, lebt dein Leben. So, das ist jetzt mit dem normalen Media Player. Jetzt drehe ich den auch noch mal auf. Jetzt Stufe 23 vom Autoradio. Ihr knalltet jetzt mal komplett auf Stufe 30. Da jetzt bitte nicht wundern, da wird sich der Subwoofer etwas übersteuert anhören. Den müsste ich dann halt nachjustieren, aber so hoch mache ich es meistens nicht. Deswegen mache ich es bis 25 oder so. Und da ist meine Einstellung für den so, wie ich jetzt habe und so will ich so lassen. Ich mache es nur mal wegen Testzwecken. Also wie gesagt, es kann sich übersteuert anhören. Das könnt ihr aber variieren. Ich möchte aber meine Einstellung jetzt nicht verstellen. Ich weiß auch nicht, ob man das dann im Video so gut hören wird. So, machen wir mal wieder weniger. Und jetzt möchte ich euch, wie gesagt, diese DB Plus Antenne noch zeigen. Dafür habe ich, also ich habe die normale Radio-App. Wenn ich darauf klicke, öffnet sich das Radio. Ich muss mal hier nicht, dass es Content-ID gibt. Das Radioprogramm finde ich sehr schön. Das ist das ganz normale Radioprogramm. Das ist optisch schön. Ja, nicht wundern, das ist ein Totenkopf im Hintergrund. Das habe ich mir so eingestellt. Mal so machen, dann seht ihr das nicht so spiegelnd. Hier steht dann ganz groß, welchen Sender ich habe. 94.3 RS2 habe ich hier. Da habe ich dann zum Umschalten, Suche und sowas alles. Und da oben, also ich habe noch nicht viele Sender eingespeichert, also eigentlich nur einen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, hier kann man auch den RS2 einfach nur nennen. Und dann steht da dann wieder da. Und aber in der Programm, im Programm steht auf 7 RS2. Ja, also finde ich ganz nice, die normale Radio-App. Funktioniert richtig gut. Keine Unterbrechung, kein gar nichts. Aber wenn ich jetzt dieses, wo haben wir da? Wo haben wir den denn jetzt? Dab. Jetzt mache ich mal Dab off. So, machen wir mal einen Ton. So. Momentan kommt noch nichts. Jetzt kommt was und ihr hört das, die Unterbrechung. Und das habe ich mir anders vorgestellt. Ich habe mir eine DB Plus Antenne dazu bestellt und habe Pumpkin extra noch gefragt und die haben mir gesagt, ja, diese Antenne ist für dieses Autoradio ausgelegt. Ja, und ihr seht, zack, kam kurz wieder weg. Und so ist es die ganze Zeit und ich habe sie da dran. Also die müsste richtig guten Empfang haben. Nichts, seht ihr das? Und auch die ganze App ist total beschissen aufgebaut. Wenn ich jetzt hier, ah, jetzt ist es mal da. Und wieder weg. Und wieder da. Mal kurz warten, vielleicht kommt da und wieder weg. So, und wenn ich jetzt hier ruf drücke, habe ich hier alle Apps, alle Radiosender. Warte, ich mach mal kurz leise, nicht, dass es Content gibt. Weil von Störtepriester habe ich die Erlaubnis, aber von den anderen nicht. Und dann muss ich dann jetzt immer so durchscrollen und dann anklicken, welchen Sender ich haben will. Das finde ich echt scheiße. Warum?
Ja, die Ansicht so an sich ist ja schön. Ja, mit dem großen DB Plus, also mit dem DAB-Zeichen da. Warum kann man denn nicht hier unten das alles irgendwie wegmachen und dann hier wenigstens, dass man 5-6 Radiosender per Knopfdruck aktivieren kann? Warum muss ich erst da oben raufklicken und dann hier hin und her scrollen, was beim Autofahren hoch, runter scrollen sich scheiße macht? Ich möchte die einzelnen Radiosender, die ich jetzt als Favorit habe, zum Beispiel 5 Stück oder dann halt Plus, dass ich noch weiterschalten kann, da gleich mit einem Knopfdruck abrufen können. Ja. Und hier seht ihr, es ist wieder weg. Es ist schon wieder weg. Jetzt können wir ja mal einen anderen Radiosender nehmen. Mal gucken, ob es da funktioniert. Was nehmen wir da? Nehmen wir mal Kulturradio. Das funktioniert relativ. Ja, das funktioniert. Ja, und das ist für mich nicht Sinn und Zweck von einer DB Plus Antenne. Ich habe mir eine für 65 oder 69 Euro diese verkackte Antenne dazu bestellt, um, wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin, einen vernünftigen Radiosender zu hören, um Logos von der Musik, die gerade gespielt wird, einzublenden, also Covers. Ich möchte einen vernünftigen Sound haben, weil das da auch ein vernünftiger Bass mitkommt, weil mein normales Radioprogramm Stereo, hier kommt schon ein bisschen was besser mit rüber und sollte eigentlich, aber nichts. Nichts. Und ich habe das schon oft genug getestet, das Scheißprogramm. Und ich habe noch nie ein Cover von irgendeinem Lied gesehen, also ein Bild von dem CD-Cover gesehen, von irgendeinem Lied, was da gespielt wurde. Nie. Nicht einmal. Und die ganzen Unterbrechungen, es nervt einfach. Es nervt unheimlich. Und ich sag euch so, wie es ist, diese 65, 69 Euro, ich weiß jetzt nicht, was kostet, könnt ihr euch sparen. Also das ist totaler Schund. Das braucht man nicht zu kaufen. Dann benutzt die normale Radioantenne und fertig ist. Aber die Antenne, die ist Schrott. Die ist absoluter Schrott. Also weiß ich nicht. Absolut. Da fehlen mir die Worte. Ich habe 65 Euro oder so dafür ausgegeben für so Müll. Ja, und verkaufen kann man so ohne mehr, weil sie festgeklebt ist. Ja, die klebt ja da dran. Also kann ich nicht einfach mal abmachen und woanders ranmachen oder irgendwas dergleichen. Ja, und die ist auch wirklich richtig, da seht ihr das mit Metallband, naja, das seht ihr nicht richtig, die ist auch fachgerecht verlegt worden. Nicht, dass man denkt, oh, da hast du aber vielleicht ein Kabel kaputt gemacht oder da hast du das Metall durch oder so. Nein, das hat eine Fachwerkstatt eingebaut. Die werde ich auch in einem Video mal vorstellen, wenn ich das Auto demnächst hinbringe, um die Lippe zu machen, weil die sehr preisgünstig war und ich damit zufrieden war und... Wann wurde ich, in irgendeinem Video oder Quatsch, per E-Mail kam das, wurde ich gefragt, wo ich dann in eine Werkstatt hin will und so. Und ja, da werde ich auch mal ein Video machen. Falls ihr denn mal hier in der Gegend seid oder hier Urlaub macht, weil es ja auch eine Urlaubsregion bei mir hier, und euer Auto kaputt geht oder Roller oder irgendwas dergleichen, wisst ihr, wo ihr hin könnt und reparieren könnt. Aber wie gesagt, der Subwoofer, erste Sahne, der ist wirklich Knaller. Das Radio ist okay, das ist auch gut, das funktioniert schnell, man darf halt nicht zu viele Apps drauf machen, dann habt ihr Probleme. Ich habe auch mehrere Navi-Softwares drauf, das ist halt gut, man ist da halt unabhängig. Ich habe Amazon drauf, dadurch habe ich Navigon gratis, ja, weil als Amazon Prime-Mitglied kriegt man Navigon gratis. Das habe ich drauf, ich habe iGo habe ich drauf, ich habe Google drauf und ich habe in, aber bei Google brauchst du halt Internetverbindung und bei iGo und bei Navigon kann ich sagen, ich möchte keine ständige Internetverbindung haben, weil mein Handy nicht immer mit dem Autoradio verbunden ist und ich habe auch keinen 3G-P-Stick dran. Aber das Display wird nicht mehr angesteuert. Also das MFA hier. Da. Wartet mal. Muss ich mal. So. So. Audio seht ihr. Jetzt mache ich gerade nichts. Ich mache mal jetzt Media Player an. Ja, da steht dann nur Track 4. Nicht das Leben, nicht Leben auf Knien oder irgendwas dergleichen. Und so, jetzt ist es wieder weg und jetzt mache ich einfach mal ganz normal WinApp wieder an. Jetzt ist WinApp wieder an, als Beweis. Und da steht nichts. Da steht gar nichts. Auch Navigon oder iGo oder so wird mir nicht im MFA angezeigt, weil es ist natürlich ein Android-Betriebssystem auf diesem Radio, was ich ja auch wollte, um unabhängig zu sein.
Und ich habe gehofft, dass ich mit den Ordnern ein bisschen besser machen kann. Die normale Media-App, die Media-Player-App, die da drauf ist, ist auch scheiße. Nee, sie ist nicht, na, scheiße, ist zu doof gesagt. Also sie ist gut, sie macht einen guten Sound, ist übersichtlich und sieht optisch sehr schön aus. Es ist schön dunkel gehalten und nicht so bunt und so was alles. Aber, jetzt kommt das Aber. Wenn ich ein Album höre und Ende vom Album ist, kommt nicht das nächste Album, so wie ich es gewöhnt bin. Nein, dann fängt das Album von vorne wieder an. Das kann ich euch auch gerne noch mal zeigen. Passt mal auf. So, ich gehe jetzt mal ganz normal auf die Media Player App. So, das ist die Standard-App, die hier installiert ist. Hier seht ihr auch, die Balken bewegen sich. So, jetzt machen wir mal... Da kann ich jetzt die Alben auswählen. Gehen wir mal zurück. So, und jetzt gehe ich mal... vor. Ich weiß jetzt, müssen wir gucken, ab wo das denn wieder mit 1 anfängt. So. Lied 17. So, und wo seht dann? Sieht man das? Nochmal 1. Da steht nur Intro, MP3 und ich mach mal Ton an, dass er das hört. Das ist halt das Intro. So. Jetzt machen wir wieder zurück. Das mache ich mal kurz vor Ende. Jetzt da kurz warten. Zack. Ist genau der gleiche. Ja, und ich kann da stellen, wie ich will. Auch hier mit Umlauf oder so. Dann kann ich halt dann zufällige Wiedergabe und so was alles machen. Aber so habe ich halt Album wiederholen gemacht. Weil dann bleibt es nicht... Sonst bleibt das einfach stehen am Ende. Das letzte Lied war dann aus. Und so wiederholt sich das Album wenigstens. Das ist bei Poweramp ist das anders. Bei Poweramp kommt dann halt gleich das nächste Album, was ich wieder gut finde. Aber ich verstehe nicht, warum sie beim Standard Media Player nicht hinkriegen. Dann die Ordner werden immer noch nicht, obwohl ich Android habe, werden mir nicht so angezeigt, wie ich sie haben will. Bei Poweramp ist es was anderes. Da kann ich dann nach Album, nach Interpret suchen und so was. Das ist schon wieder ein bisschen was positiv. Aber wenn man einen Fehler gemacht hat und sich ein MP3-Album erstellt hat zum Beispiel, ich habe jetzt... Ich werde mir jetzt demnächst die neue Störtepriester kaufen, sobald die im Handel ist. Da kann man ja noch nicht vorbestellen, aber sobald man sie vorbestellen kann, werde ich mir die vorbestellen. Und muss ich erstmal gucken wegen Kohle und so. Und dann werde ich mir die auch in MP3 umwandeln. Meine anderen Störtepriester sind ja alle weg. Ich habe nur noch meine MP3-Version von Störtepriester, weil die anderen sind alle weg. Die waren in mir geklauten Auto drin. Alle CDs von Störtepriester, alle weg. Alles weg. Und noch ein paar andere, Deutsche Front und so, ist alles weg. Das ist zum Kotzen. Werde ich mir das halt vorbestellen und in MP3 umwandeln. Und dann werde ich es mir auf die Karte machen. 32 GB verkraftet das Radio. Und wenn man da einen Fehler macht, dann steht dann zum Beispiel unbekannter Künstler oder unbekanntes Album oder was weiß ich. Und dann sieht das schon wieder anders aus beim Durchsuchen. Beim Original VW-Radio war das so. Da habe ich meine Ordner. Ja, das Radio hat zwar nicht so gute Qualität gehabt vom Sound, der war sehr blechernd, das Navi-System war scheiße, weil das war nur mit einer CD, das Display war zu klein, alle drum und dran, aber ich habe wenigstens meine Ordner gehabt. Wenn ich jetzt zum Beispiel Ordner 1 erstellt habe, Ordner 2, Ordner 3 und in 1 war noch ein Ordner drin, der hieß A, dann B, C, dann war das auch so. Bin ich auf 1 gegangen, kam A, B, C, bin ich auf 2 gekommen, kamen die nächsten Buchstaben. Hier ist es halt... Also da ist das Original VW dann schon wesentlich besser von der Ordnerstruktur her. Und mittlerweile braucht man auch nicht unbedingt mehr auf China-Produkte zurückgreifen vom Radio her, finde ich. Weil ich habe jetzt bei ARS24 auf dem YouTube-Kanal, ich habe ja den abonniert, den Kanal, und ich bin ja, dass ich da informiert bin und so. Die haben jetzt schon von Kenwood und... mir wird nämlich langsam der Arm taub, von Kenwood und so Autoradios gezeigt, die kriegst du auch schon für 300 Euro. Auch ein Doppel-DIN-Radio. Auch was weiß ich, dass du das Handy ansteuern kannst. Und die ganze Kacke und Navi-System. Da ist ein Navi-System drauf, wo du dann nach 2 Jahren wieder Geld bezahlen musst. Hier, ja, brauchst du kein Geld bezahlen. Ziehst du aus dem Internet die Karten und packst du drauf und fertig ist. Leck Arsch. Oder wenn du Amazon-Mitglied bist, ja, hast du sowieso Navigon gratis und die Updates sind auch mit drin. Also von da, und Google kannst du benutzen, Google Maps, das ist sowieso gratis.
Da ist man da denn schon davon befreit. Aber wenn das ihn nicht stört, aber man die Ordnerstruktur haben will und so, dann kann man auch ganz bequem von Kenwood und wie sie heißen, ich werde euch mal einen Link von ARS24 vom Videokanal, also vom YouTube-Kanal mit runterpacken, da könnt ihr mal gucken. Da haben sie jetzt vor ein paar Tagen erst wieder im Golf 6, Einbau Golf 6 oder Golf 7, keine Ahnung, Autoradios gezeigt, von europäischen Herstellern. Und da ist man dann natürlich teilweise besser bedient, weil ja, dann wird auch das MFA angesteuert. Das heißt, wenn ich Navi habe, habe ich im MFA, also in dem Display vorne, in dem roten, was ich euch gezeigt habe, den Navi-File. Ich habe den Radiosender, das Radioprogramm. Ich habe, wenn ich Musik mache, nicht nur Titel 5, Titel 6 oder so, sondern den Namen. Wenn der hier an, im Radio angezeigt wird, habe ich dann auch da den Namen drin stehen und so. Das ist dann natürlich wieder vom Vorteil. Wenn man das braucht, dann auf jeden Fall zu so einem Radio greifen. Ich, wie gesagt, ich bin auch am Überlegen. Also Navi funktioniert bei dem Radio echt klasse. Ich bin auch am Überlegen, ich muss mich da mal schlau machen, was da für ein Navi-System genau drauf ist auf den Dingern und wie das danach mit Updates und so aussieht. Ich bin auch am Überlegen, ob ich mir vielleicht so ein Teil dann irgendwann auch mal kaufe und einbaue und benutze. Ich muss mal gucken, wie es mit der Ordnerstruktur und so alles ist. Und die Anschlüsse sind natürlich auch wichtig, weil hier hast du bei dem halt etliche Anschlüsse. Ich habe für hinten, für vorne, also Cinch für hinten, für vorne, für Subwoofer, für Kamera vorne, Kamera hinten, also für so eine Dashcam habe ich auch einen Anschluss dran. Die normalen Kabel für die normalen Boxen zum Anschließen. USB habe ich zweimal. Ich habe zwei SD-Karten drin. Einmal normale SD-Karte, einmal GPS. Wenn man natürlich diese GPS-SD-Karte nicht braucht, weil, was weiß ich, oder man haut da auch eine 32 GB rein, dann kann man da auch zusätzlich zum GPS, also praktisch zum Navi-System, ohne Probleme auch noch zusätzlich Musik drauf machen und kann die auch ansteuern. Das finde ich bei dem auch wieder klasse. Da habe ich noch einen USB-Anschluss vorne dran, zum was anschließen. Und man kann halt die Apps auch, was ich euch auch empfehle, lagert die großen Apps wie Navi-Systeme, ganz wichtig, lagert die auf die SD-Karte aus. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ihr zu viele Apps drauf habt und die alle direkt auf dem Radio sind, dann wird das Ding so scheiße lahmarschig, dann reagiert es nicht. Auch beim Anmachen frühs, wenn ich dann laut drücke, wird dann nach kurzer Zeit laut oder leise, je nachdem, was ich einstelle, aber angezeigt wird es mir nicht. Erst wenn das Radio kurzzeitig läuft, so 5 bis 10 Minuten, so wie beim Android-Telefon, das braucht halt kurz Anlaufzeit, dass alle Apps und alle Hintergrund-Apps und so vernünftig laufen und so. Aber sonst an sich ist das Radio so an sich schon gut. Der, ja, also mehr kann ich da jetzt nicht sagen, nach meiner ganzen Testphase jetzt. Ich kann auch, hier kann ich dann auch mein Handy anschließen, ja, dann kann ich, ja, dann habe ich da so, dann wird auf dem Handy so eine App installiert und dann habe ich hier ein anderes Display, dann kann ich das über Handy steuern und kann auch auf die Musik vom Handy zugreifen, kann ich auch über Bluetooth und so weiter. Das funktioniert alles problemlos. Also so ist es schon zu empfehlen. Aber die Antenne, die DB Plus Antenne, lasst die Finger von. Braucht ihr nicht. Ihr habt über die normale Antenne besseren Empfang als über dieses Schrottteil. Also da könnt ihr euch die knapp 70 Euro könnt ihr euch ganz, ganz bequem sparen. Das ist der größte Schund. So, das soll es jetzt auch gewesen sein zu meinem ja, Radio-Antennen-Subwoofer-Hardware-Check. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich es nenne, das Video. Mal werden wir hier sehen. Ich habe euch versprochen, dass ich euch nochmal ein Video mache, weil viele haben mir gefragt, wie ist denn das Radio jetzt in einem Langzeittest und hast nicht gesehen. Ich habe es jetzt etliche Monate getestet. Ich kann jetzt auch sagen, wie es im Langzeittest ist, weil ich kann vorher nicht, wenn ich es eingebaut habe und ein paar Tage benutzt habe, kann ich nicht sagen, wie es jetzt auf lange Sicht ist. Das mit den Apps, wenn viele Apps drauf sind, dass es langsam ist, das habe ich auch erst nach einer kurzen Zeit mitgekriegt. Also von daher, aber es ist schon zu empfehlen. Wenn ihr natürlich MFA wollt, dass das Display, also das, was ihr im Radio habt, auch auf dem MFA angezeigt wird, dann dürft ihr nicht so uns nehmen. Dann müsst ihr ein Radio nehmen, was auch, wo das Navi auf Windows CE basiert, also die normalen China-Kracher, dann wird das auch da angezeigt, wenn CAN-Bus mit bei ist und wenn euer Autoradio das vorher schon unterstützt hat. Aber wenn ihr sagt, ihr würdet lieber
nichts Chinesisches. Ihr wollt was aus Europa haben und ihr wollt halt auch hier Garantie und einen deutschen Support haben. Dann greift lieber zu den neuen Modellen von Kenwood und so. Die haben ja vorher alle immer so 1200 und 600, 900 Euro gekostet. Und die kriegst du jetzt ganz, ganz bequem für 300 Tacken, 299, 350, 340 Tacken. Und zeig mal, für den Preis muss man nicht auf den China-Kracher zurückgreifen. Gut, meins hat auch 300 gekostet. Aber es gibt auch schon Android-Radios aus China oder normale, die auf Windows CE basieren, für 120, 130, 150 Euro. Ja, dann müsst ihr wissen, ob, wenn ihr ein bisschen CD hören wollt, ein bisschen Musik hören wollt, ja, dann manch dann nur 120, 30 Euro investiert. Ihr habt ein Doppel-DIN-Radio mit Navi-System, alle drum und dran. Pff, da kann man nichts verkehrt machen. Ja, das müsst ihr dann für euch selber entscheiden. So, das war's jetzt auch erstmal. Ich bin jetzt erstmal weg. Ich werde das Video gleich bearbeiten. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Ahoi, sagt euer Odin.